Moin Moin und herzliches Willkommen zurück zur Let's Play Pokémon Soul Silver. Ja, im letzten Part haben wir Azalea City erreicht und heute wollen wir das Städtchen mal ein, oder das Dörfchen, sage ich jetzt schon mal, ein wenig erkunden. Aber zuvor eine Rundumheilung, Schwester Joy, bitte. Weißt du, was Aprikokos sind? Wenn man eine von diesen Früchten in der Mitte halbiert und das Fruchtfleisch entfernt, kann man in die hohle Schale ein spezielles Gerät einsetzen und das wiederum ermöglicht es dir, damit Pokémon einzufangen. Vor der Erfindung des Pokéballs haben die Leute immer Aprikokos benutzt, wenn sie ein Pokémon fangen wollten. Was? Man kann auch normale Aprikokos nehmen? Also ohne das weiter zu verarbeiten? Alles klar. Sag mal, kennt eines deiner Pokémon vielleicht irgendwelche Geheimattacken? Pokémon, die kampfunfähig sind, sollen angeblich Kräfte freisetzen, mit denen sie Geheimattacken einsetzen können. What? Das Pokémon-Lagerungssystem, das Bill erfunden hat, erlaubt es dir, bis zu 30 Pokémon in einer Box zu lagern. Ja, das weiß ich. Hinter Azalea City gelangst du in den sogenannten Steineichelwald. Allerdings machen es diese dürren Bäume unmöglich, dort durchzukommen. Nur die Pokémon des Köhlers könnten sie vielleicht aus dem Weg räumen. Ja. Jo, in die Arena können wir noch nicht. Bist du auch hier, um Kurt zu bitten, Pokebälle für dich anzufertigen? Eine Menge Leute wollen das. In der Stadt gibt es kein einziges Fleckmon mehr. Vielleicht haben wir ja den Zorn des Schutzpatrons auf uns gezogen. Das könnte ein böses Vorzeichen sein. Wir sollten auf alles gefasst sein. Ja, der Schutzpatron des Steineichelwalds ist Celebi. Wo sind nur all die Fleckmon hin? Machen sie sich vielleicht irgendwo einen schönen Lenz? Oh, hallo Porenta. In der, im normalen Pokémon Silber und Kristall und Gold hat er nur ein Porenta, ne? Alle Fleckmon sind aus der Stadt verschwunden. Dabei dachte ich, dass man hier Fleckmon-Routen kaufen kann. Was, du willst Fleckmon-Routen kaufen? Ist klar. Mit einem Superball lassen sich Pokémon sehr viel leichter fangen als mit einem regulären Pokéball, aber manchmal geht einfach nichts über einen von Kurts Bällen. Die Orden aus der Pokémon-Arena gelten als Beweis der Stärke eines Pokémon-Trainers. Je mehr du von ihnen gesammelt hast, desto größer ist auch deine Auswahl in Pokémon-Supermarkt. Ja, danke schön. So, ich würde sagen, gehen wir jetzt mal einmal zur Kurt, oder? Die Fleckmons sind verschwunden. Ob sie wohl irgendwelche bösen Leute entführt worden? Von irgendwelchen bösen Leuten entführt worden? Wer bist du denn? Oh, Tortina heißt du. Also, bist du hier, weil du willst, dass ich ein paar Pokébälle für dich herstelle? Oh, warum nicht? Tut mir leid, aber das muss warten. Kennst du Team Rocket? Keine Sorge, du schläfst besser. Wenn nicht, ich werde mich kurz fassen. Team Rocket missbraucht unschuldige Pokémon für ihre Schandtaten. Diese Typen sind einfach das Letzte. Sie hatten sich eigentlich vor 3 Jahren aufgelöst. Aber nun, naja. Genau dieser Bande schneidet jetzt den Fleckmon im Brunnen die Routen ab und verdient sich damit eine goldene Nase. Aber ich gehe jetzt zu ihnen hin und erteile ihnen eine Lektion. Haltet euch, Fleckmon, der alte Kurt, eil zur Rettung! Ach, wollen wir ihm mal helfen, ne? Aber den Brunnen haben sie cool gemacht. Cool. Oh, nice! Cool, Fleckmon-Brunnen. Oh, du bist es, Tortina. Die Wache oben hat sofort das Weite gesucht, als ich sie zusammengeschrien habe. Aber ich bin in den Brunnen gefallen und habe mir die Hüfte geprellt. Tja, und jetzt sitze ich hier fest. Verflixt, wenn ich nur laufen könnte, würde ich diese Typen mit meinem Pokémon zu Kleinholz verarbeiten. Aber es nützt nichts, Tortina. Du wirst ihnen an meiner Stelle zeigen müssen, was ein wahrer Trainer ist. Ich glaube, im normalen, also im Nicht-Remake, hat er seinen Fuß verstaucht.
Und was wir brauchen, ist Schutz. Keine Lust auf wilde Pokémon. Cool. Die Melodie. Din, 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 din. Verflixt, ich habe oben Wache gehalten und da kam dieser halbwahnsinnige Opi. Urplötzlich gibt es einen Schrei und springt einfach in den Brunnenschacht. Egal, dann reagiere ich meinen Frust eben an dir. Oh, versuch das mal. Din, 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 din. Obwohl, die Melodie ist auch nice, aber die Nicht-Remake gefällt mir ein bisschen besser. Wir sollen aufhören, den Fleckmon ihre Routen zu stehlen. Was? Sollen wir etwa einen Befehl von Longs, unseren Vorstand, ignorieren? Um das zu erreichen, musst du uns schon alle besiegen. Jeden einzelnen von uns. Zubat. Gehen wir mal auf den Tackle. Vielleicht bringt das ein bisschen mehr. Und jetzt Rasierblatt. Eine Letter an. Super Trank. Da sind die armen Fleckmons. Wir sollen aufhören, den Fleckmons ihre Routen abzutrennen. Wenn wir auf jeden x-beliebigen Trainer hören, wäre ratzfatz unser Ruf dahin. Sieht nach einem Team Rocket Vorstand aus, oder? Nee, ist ein normaler Rüppel, okay. Nintendo oder Game Freak versucht ja so ein bisschen aufmerksam zu machen, so denke ich mal, so an Wilderei und sowas. Ne? Also mittlerweile ist das ja so, es gibt ja viel Wilderei und sowas, vor allen Dingen auch bei Krokodilen. Also alles hat seine Vor- und seine Nachteile. Bei Krokodilen ist es mittlerweile so, es gibt richtige Krokodilfarmen und da schneiden sie halt, da verarbeiten sie die Krokodile halt das Leder, ne? Ist zwar unschön. Aber selbst die Wildfänger oder Wildjäger, die Krokodile sonst immer illegal gejagt haben, haben jetzt auch mal, ja, ich will jetzt nicht sagen positiv gedacht, aber ein bisschen nachgedacht, weil irgendwann, wenn sie natürlich immer weitermachen, irgendwann gibt es diese Art nicht mehr und dann können sie auch nicht weiter Geld machen, sage ich jetzt mal. Ja. Und daraufhin haben sie sich dazu entschlossen, Krokodilfarmen richtig anzulegen. Ne? Ich finde es zwar auch nicht schön, aber weiß ich nicht. Es ist besser, als wenn sie, weiß nicht, als wenn sie ausgerottet werden. Ne? Ich weiß es nicht. Das ist ein sehr heikles Thema.
Oh, armes Fleckmann. Tortina liest den Brief. Bitte kümmere dich gut um Opa und das Fleckmann. Während ich weg bin, danke dein Papa. Oh. Was willst du von mir? Bei Team Rocket fürchtet man mich als ganz besonders grausamer Trainer. Ich werde nicht zulassen, dass du uns bei unserer Arbeit in die Quere kommst. Jo, das ist ein Rocket-Vorstand. Tackle! In jeder Stadt gibt es einen Idioten, der sich uns in den Weg stellt. Ja, ja. Okay, wir gehen auf Rasierblatt. Wow, dir war es anscheinend ernst damit, uns aufzuhalten. Ah, ich glaube, wir brauchen noch ein Rasierblatt, es sei denn, es wird ein Crit, oder? Ja. So, Level 21 für Lorblatt. Hm, hätte ich dich mal nicht für ein Kind gehalten und meine Nase gerumpft. Hehe, ja, es stimmt. Team Rocket wurde vor 3 Jahren zerschlagen. Aber wir haben unsere Arbeit still und leise im Untergrund fortgesetzt. Du kannst uns vielleicht das Leben schwer machen, aber aufhalten wirst du uns niemals. Alles, was du tun kannst, ist in Schrecken auf das zu warten, was wir weiter im Schilde führen. Gute Arbeit, Tortina. Die Typen vom Team Rocket haben Reis ausgenommen. Meiner Hüfte geht es auch schon wieder besser. Lass uns gehen. Hallo Tortina, das war wirklich eine Glanzleistung. Ich habe es vorhin schon einmal gesagt, aber vor 3 Jahren hat ein Junge namens Rot Team Rocket zerschlagen. Aber jetzt scheinen diese Widerlinge ein Comeback auf die Beine zu stellen. Das heißt nichts Gutes, aber vergessen wir fürs erste Mal. Das fürs erste Mal. Du gefällst mir, Tortina. Es wäre mir eine Ehre, für einen Trainer wie dich Pokebälle anfertigen zu dürfen. Hier, mehr habe ich leider gerade nicht, aber ich hoffe, es hilft dir weiter. Joa, dankeschön. Oh, wie ich sehe, hast du ein paar Aprikokos mitgebracht. Na schön, dann mache ich mich mal an das Verarbeiten. Ich brauche einen ganzen Tag, um diese Aprikokos zu verarbeiten. Komm also bitte am besten morgen wieder. Ich habe eine Idee. Willst du vielleicht die Telefonnummer von meinem Großvater? Nein, 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 nein. Genau, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Und zwar, wenn du halt wirklich jede Telefonnummer hast, die rufen dich ständig an und es nervt einfach nur. Mich zumindest. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal zu Kai in die Arena rein. Oh cool, jetzt sind sie auch wieder Fleckmons. Schön. Hey, warte, du Champion-Spiel. Diese Arena wurde von Kai errichtet. Sie ist ein riesiges Käfer-Pokémon-Hort. Kai mag zwar jung sein, aber er hat seine Käfer-Pokémon fest im Griff. Ich gebe dir besser einen Tipp, sonst kommst du gegen ihn nicht sehr weit. Mal sehen, Käfer-Pokémon können Feuer nicht ausstehen. Außerdem sind sie Attacken von Typ Flug sehr effektiv gegen sie. Ja, ja, sehr gut. Dann wollen wir mal. Schauen wir mal. Oh, cool.
Ja, cool. Ah, du. Du hast also herausgefunden, wie man die Netze überquert. Gut, dann zeige ich dir mal, was Käfer-Pokémon noch so alles können. Ich hoffe, wir schaffen das auch gegen Kai, aber eigentlich sollten wir es. Jawohl. Bitte keine Vergiftung. Ja, natürlich ist es der ganz letzte. Oder war es der in der Mitte? Weiß ich gar nicht. Nein, es war der ganz links. Oh nö. Ich glaube, das soll Weberak darstellen, oder? Ich meine, es ist auf jeden Fall ein kopfloses Weberak. Käfer-Pokémon entwickeln sich sehr früh. Das heißt, dass sie auch schnell stärker werden. Das stimmt, da muss ich ihm recht geben. Und da hast du noch ein Vibo, oder? Hat er zwei Kokunas? Ne, er hat ein Vibo. Ein Kampf gegen nur ein Pokémon, das kommt mir so brutal vor. Okay. Okay, ist klar. Ich will eigentlich noch gegen den Trainer da rechts kämpfen. Ah, na gut, dann kämpfen wir jetzt. Oder? Ach komm, kämpfen wir instant gegen Kai, komm. So, aber... So. Okay, Bären haben wir eh noch nicht. Dann hauen wir mal rein, Kai. Mein Name ist Kai. Wenn es um Pokémon geht, macht mir keiner was vor. Irgendwann werde ich mal ein berühmter Wissenschaftler auf dem Gebiet der Käfer-Pokémon. Lass mich dir eine Kostprobe meiner Forschungsergebnisse geben. Okay.
Sichlo müsste eigentlich sogar dein Signature sein, oder? Und Sichlo müsste eventuell sogar Flugattacken drauf haben. Gefällt mir gar nicht. Erstmal mit Rasierblatt. Ja, natürlich. Okay, Rasierblatt können wir vergessen. Giftpuder. Oh ja! Moin! Oh Gott! Er hat 3 Pokémon, ein Kakuna. Ja, Kokuna könnte nur Tackle, also. Habe ich Kai unterschätzt? Anscheinend, ne? Ich dachte, sein Sichlo wäre auf 13, 14. Na gut, wir haben Synthese. Aber auch nur 5. Sobald wir eine Vergiftung bekommen, ist aus. Das war's. Das war's. Das war's. Wir können Kokuna nehmen, um uns nochmal zu heilen. Ich kann gucken, ob ich Gegengift habe, aber ich glaube, ich habe kein Gegengift. Nein. Na gut, Paraheiler und Aufwecker hätte ich. Synthese. Ja gut, dann hat er den Supertrank für Kokuna rausgehauen, in der Hoffnung, dass er es nicht für sich dort tut. Oh, das tut weh, das tut weh, weh. Schauen wir mal, wie viel Gift abzieht. 4... 7 KP, alles klar. Synthese. Ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass ich mal Synthese brauchen werde. So, das war unsere letzte Synthese. Jetzt hoffentlich bekommt er keinen Crit. So. Das war's für Kokuna. Ich hoffe, er bringt Sichlo rein. Nochmal ein Level Up können wir auf jeden Fall gebrauchen. Was haben wir denn hier für eine Attacke? Ich
Ist aber auch eine Pflanzenattacke, aber wartet mal. Rasierblatt hat eine Stärke von 55 und eine Genauigkeit von 95. Zauberlord hat eine Stärke von 60. Dem Angriff ist nicht auszuweichen. Na gut, Giftpuder kann weg. Nehmen wir aber mal Zauberblatt mit rein. Ja, als ob ich noch durch Gift verletzt werde. Da kommt sein Sichler. Ich hoffe, es setzt wieder keine Kehrtwende ein. Wieso? Was hat es davon? Dann holen wir uns eben noch ein paar Tränke. Und vor allem Gegengift. Supertrank. Zwei Gegengifte holen wir uns. Na komm, holen wir uns noch zwei Supertränke. Gucken kurz. Schade, ich dachte, Loblab könnte eventuell Felsgrab erlernen, aber nein. Sichlor müsste eigentlich ein Käferflug-Pokémon sein. Nein, nein, nein. Oh Gott. Sagen wir, probieren wir es noch. Sonst müssen... Sonst muss ich vielleicht auch noch ein bisschen trainieren, ich weiß es nicht. Aber eigentlich ist es zu schaffen. Also. So, Kai, ich will meine Revanche haben. Ja, einen Versuch schaffen wir noch. Mit Zauberblatt. Ah, Zauberblatt ist sowas wie... Sternschauer, bloß halt Pflanzenattacke und es geht halt nicht daneben. Tackle wiederum schon. Blöde Kehrtwende. Ist das eine Flugattacke oder was? Alles klar, Sichlor. Das ist nicht normal. Da kommt ein blödes Korkuna. Synthese. Dann sparen wir uns die Supertränke. Boah,
Kokun hat noch ein HP. Natürlich sind wir vergiftet, war klar. Jetzt kommt, glaube ich, eh erstmal der Supertrank von Kai, genau. Wir gehen erstmal wieder auf den Tackle. Weil es bringt jetzt nichts, wenn wir ein Gegengift reinhauen. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Kokuna uns nochmal vergiftet. Fünf HP müssten wir noch haben. Wenn er eine Käferattacke? Glaube ich nicht. Jo, Kokuna tankt, alles gut, das wollte ich. Ich hatte halt Angst, wenn ich jetzt noch einen Tackle reinhaue, dass Kokuna eventuell überlebt. Einmal Synthese, ein Gegengift und dann sollte es passen. Das heißt, einmal müssen wir tanken in der Hoffnung, dass, also ein Giftstachel müssen wir halt tanken in der Hoffnung, dass wir kein durch den Giftstachel keine Vergiftung bekommen. Und das war's für dich. Da kommt dann sicher, er wird instant wieder Kehrtwende einsetzen. Und wir brauchen Full HP. Leider. So. Komm, das müsste doch ausreichen, oder? Wenn ich einen normalen Trank einsetze, dann verschwende ich keinen Supertrank. Ja, er setzt Instant Capwind ein. Es darf kein Crit sein. Alles klar, dann danke ich euch fürs Reinschalten. Ihr könnt gerne ein Abo und ein Kommentar lassen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann.